Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der Roten Armee vereinigen. Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Dann soll die Armee kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront! Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Der Führer hat jeglichen Sinn für die Realitäten verloren. Er verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Die Gruppe Steiner, ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt will er, dass Steiner angreift. Das ist purer Wahnsinn! Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Er ist kein Argumenten zugänglich. Das wissen Sie so gut wie ich. Und was muss getan werden? Sie verrückt! Er will uns einfach rausschmeißen wie Rundstedt, wie Guderian. Ja, und? Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Das sagen ausgerechnet Sie. Ein Opportunist. Ein rücksichtsloser Karrierist. Wie bitte? Bitte. Mein Führer, die Russen erzielen Durchbruch auf Durchbruch. Reserven sind nicht mehr vorhanden, eine Versorgung aus der Luft findet nicht mehr statt. Das heißt, dass keine Munition mehr herangebracht werden kann. Im Norden steht der Russe kurz vor der Weidendammer Brücke. Im Osten am Lustgarten, im Süden am Potsdamer Platz, im Westen im Tiergarten. 300 bis 400 Meter vor der Reichskanzlei. Wie lange können Sie noch halten? Maximal 1 bis 2 Tage. Gilt das auch für das Regierungsfeldzeug? Jawohl, mein Führer. Mein Führer, als Soldat schlage ich Ihnen vor, den Durchbruch aus dem Berliner Kessel zu wagen. Bedenken Sie. Sie werden sehen, mein Herr. Ich behalte Recht. Wenk wird kommen. Wenk wird kommen. Fähig. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Es ist unwahrscheinlich, dass Wenk mit seinen wenigen Verbänden der Roten Armee... Na? Und der Eid ausgerechnet Himmler? Er war korrupt, immer schon. Speer, ja. Ein wildfremder, unberechenbarer Künstler. All die anderen, ja. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Fähig. Oh.